Ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Hier auf meinem kleinen Tisch befindet sich die Limited Edition der Neuauflage von Twilight Princess in der HD Collection. Ich habe mir extra nochmal, oder besser gesagt, auch wenn ich das Spiel schon an sich habe, wollte ich unbedingt nochmal die HD Collection, vor allem da auch eine Amiibo-Figur drin ist. Und nicht nur die Amiibo und das Spiel, nein, auch ein Soundtrack ist mit dabei. Was ich sehr nice finde. Aber wir wollen uns doch erstmal dran machen, das Ganze auszupacken. Ich habe schon mal aufgemacht, damit ich nicht gleich hier, damit ich nicht fummeln muss. Wollen wir mal ein Ding nach dem anderen rausholen. Erstmal zur Seite packen. Na komm schon. Ja, haben wir noch irgendwas drin, was interessant sein könnte? Nö. Gut. Ich weiß nicht, ich bin beim Überlegen, ob ich die Packung aufheben tue oder doch lieber wegschmeißen. Weil eigentlich an sich brauche ich sie ja nicht. Egal, die kommt erstmal beiseite. Dann gehe ich mal ein bisschen runter. Ich muss hier ein bisschen auf die Kamera achten, dass es gerade bleibt. Und warum wird das jetzt schon wieder so dunkel? Gut. Die drei Sachen haben wir hier fein. Das Spiel an sich, sollte jeder kennen, habe ich selbst auch ein Let's Play dazu gemacht. Das ist also nicht neu. Was steht denn? Mal sehen, ob ich das ein bisschen hier eingefangen kriege. Nee, leider nicht. Schade. Ich habe gedacht, ich kriege das hier ein bisschen größer und schärfer, dass man das oder dass ihr es lesen könnt. Aber ich bin schon mal gespannt, wie das mit der Amiibo-Figur wird, weil wenn, dann kann man die auch an sich so im Spiel einsetzen. Aber ich glaube, dann verwandelt man sich sofort irgendwie im Wolf oder so. Naja, ich werde ja sehen, wie es läuft. Ich hoffe, dass ich das morgen mal denn anspielen kann. Und ich habe noch so viel zum Anspielen. Gut, packen wir das erstmal da zur Seite. Obwohl, vielleicht kriege ich es auch gleich auf. Dann können wir uns das Ganze auch nochmal im Einzelnen angucken, aber das sieht schon wieder schlecht aus. Ich hätte das mal vorher schon mal alles machen sollen. Weil normalerweise ist ja hier so eine kleine Lasche. Aber ich stelle mich gerade zu doof an. Na komm. Ich habe mir natürlich auch wieder. Hoppala. Einen Moment. Haben wir gleich. Ich habe doch hier. Hab doch alles dabei. Ne. Haben wir gleich. Jetzt muss ich wieder andere Hand nutzen. Ja, gut, hab's auf. Ja, wenn man ein bisschen hartnäckig dabei bleibt, schafft man das.
So. So, Papier beiseite. Was haben wir hier noch? Hauptsächlich Sicherheitshinweise und alles, was eigentlich nicht interessiert. Ja. Und ja. So, da haben wir doch mal die Disc in voller Schönheit. Gefällt mir. So. Nun aber das Feine, der Soundtrack. Freut mich, dass wir den Soundtrack wieder damit bei haben. Ich habe noch irgendwo einen anderen Soundtrack von Zelda, der damals bei der Dings mit dabei war. Bei. Sag schnell, Skyward Sword. Den habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Angehört habe ich mir das Ganze natürlich schon. Ich meine jetzt den Soundtrack von Skyward Sword. Habe ich mir auch extra nochmal auf meine Festplatte kopiert. Falls irgendwann mal was mit der CD sein sollte, dass ich sie immer griffbereit habe, um mir wieder neu brennen kann. Ja. Das ist scheiße mit einer Hand. Und da ich gerade mit dem Handy hier aufnehme, ist das ein bisschen kacke. Ja, haben wir gleich. Gleich geschafft. Das Schlimmste wird nachher, glaube ich, die Amiibo-Figur, wenn wir die auspacken. Ja, geht doch. Was will man denn mehr? Aha. Das ist, glaube ich... Was haben wir denn hier? Ah, wie nice ist das denn? Guckt euch das an. Das ist doch mal geil. Das kann man als Art kleines Poster nehmen, ne? Würde ich sagen. Nett, nettes kleines Gimmick. Ordentlich reinmachen. So. Wir drehen einfach. Ich glaube, den Soundtrack werde ich mir mal morgen anhören. Ja, guck mal, sogar ein kleines Triforce da in der Mitte. Ist das nett. So, da drauf. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen interessanten Thema, die Amiibo-Figur. Euch. Ich habe gedacht, die Amiibo-Figur wird schon so sein Ding sein. So. So ist es besser. Das ist auch meine allererste Amiibo-Figur. Das sind einfach bloß Sicherheitshinweise, ich brauche kein Schwein. So. Jetzt aber hier zum interessantesten Thema. Soll ich dort noch irgendwas darstellen? Ich glaube, das ist eher so ein Schutz. So, das Messer packen wir mal weg. Das braucht jetzt kein Schwein. Jetzt haben wir die Amiibo. Schau. Ja, sieht schön aus, muss ich schon sagen. Gefällt mir.
Ich muss mir noch extra Platz machen für die ganzen Amiibo-Figuren, die ich denn gerne hätte. Ja. Damit haben wir dann auch alles. Ah, nicht dagegen. Alles ausgepackt, was in der Limited Edition dazu ist. Ihr könnt mir ja mal in die Video, in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch die Limited Edition geholt habt. Oder ob ihr das lassen bleiben habt. Würde mich mal sehr stark interessieren. Und mit diesen netten Bildchen, ja, so, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr in meinen anderen Videos nochmal reinschaut und mit dabei seid. Bis dann, haut rein und macht's gut, ciao.